Also auf jeden Fall im Bildungsbereich weiterarbeiten. Deutlich mehr Lehrerstunden brauchen wir zur Verfügung draußen in den Schulen, dass einfach nicht mehr so viel Unterricht ausfällt, dass vor allen Dingen Wahlunterricht auch mehr angeboten werden kann, dass sich die Schule nicht entscheiden muss, kann ich Schulspiel oder Orchester anbieten, sondern dass man einfach wirklich drei, vier, fünf verschiedene Wahlfächer auch in kleinen Schulen anbieten kann. Dafür braucht man deutlich mehr Lehrerstunden und vor allen Dingen auch dafür, dass man viel mehr differenzierten Unterricht und auch Förderunterricht machen kann. Und dann, was ein zweiter wichtiger Punkt sein wird, ist der ganze frühkindliche Bereich. Da ist zwar schon sehr viel passiert, aber es reicht einfach noch lange nicht. Man spricht immer gerne von Vereinbarkeit Familie und Beruf, aber das geht natürlich nur, wenn man gute, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung hat. Und da muss man wirklich noch den Personalschlüssel deutlich verbessern, dass die Eltern auch guten Gewissens ihr Kind abgeben können, dass sagen können, gut, das Kind ist gut betreut und ich kann mich guten Gewissens jetzt auch meiner Arbeit widmen. Wie gesagt, da ist schon sehr viel passiert, aber es muss noch viel, viel mehr passieren.